Hallo, zurück und zu einer neuen Runde God of War Extension. Der Kriegsgott und seine Himmelsfahrt. Ich finde das die deutsche Version immer noch lustig. Ja, ich habe jetzt eher gedacht, das hieß was anderes. Extension. So. Ja, zuletzt sind wir ja hier stehen geblieben auf den Armen und mittlerweile habe ich auch meinen Fernseher eingestellt, meine Nase geputzt, deswegen habe ich in der letzten Folge oder in der Überlängenfolge in der ersten jetzt nicht so viel gesagt. So, jetzt schnappe ich mir mal das Schwert nebenbei. Und ja. Und noch was getrunken. Jetzt geht's auch besser. Es ist immer blöd, wenn während der Aufnahme so ein bisschen die Nase zugeht und man so ein bisschen in die... Ne? Das ist nicht so schön. Man will das ja nicht hören. So. So, jetzt haben wir wieder ein volles Leben und können hier einen Hebel ziehen. So. Aha. Jetzt müssen wir da irgendwas machen. Da kommen die Zahnräder ineinander. Okay. Und eine Harpune. Aber ich weiß... Also, jetzt mal wieder geschichtlich. Ich kenne den Hekatonischen da gar nicht. Also, der Titan mit vielen Armen auf den Armen und auf den Armen sind Arme. Nenne ich ihn jetzt einmal mal. Der Tausendärmige. Kenne ich gar nicht. So, aber ich befürchte, jetzt haben wir gleich den nächsten Kampf. So, die Kurbel können wir anvisieren und ziehen. Nein. Oh, nö. Ah, fuck. Haben wir hier einen Zyklopen? Dann noch mit so einem Hammer. Ah, fuck. Der ist auch noch so ein bisschen wendig. Ah. Na, komm her, mein Großer. Komm mal ran. Ein Gesicht, was nur Muttern lieben kann, mit einem Nabeldurchbruch, der aussieht, als würde er gleich sterben. Ah, fuck. Da war erstmal schon ein auf die Nuss. Aber zum Glück ist Kratos ziemlich zäh und hart im Nehmen. Ey, oh, fuck. Dann, ey, scheiße, jetzt haben wir zwei Schläge abgekriegt. Alte Drecksauden. Ah. Oh, so. Das wird wahrscheinlich ja ist ein bisschen zu laut für die Aufnahme. Zumindest die Abstimmung meines Mikrofons. Ach, so. Und weiter sind wir hier im Geschlecht. In einem Geschlecht der geschlachteten Schlechter. Oder so. Ich könnte jetzt nicht mal bestimmen, welches Geschlecht dieses pobackige, einäugige Mistbuch hier hat. So. Oh. Kann man ihn auch noch steuern? Indem wir ihm in sein Auge stechen. Ugh, wie freundlich. What does... What that's the exception of the Kratos? Infiltriere den Feind und mach ihn dir zunutze. Eine ganz lustige Art und Weise. Ja, komm und zack. Haben wir jetzt alle und... Oh, oh. Ja. Etwas, was ich bis heute nicht verstehe, wie das in Deutschland erscheinen kann, so ungeschnitten. Dass man ihn so zerteilt und dann, naja, das Innere sozusagen nach außen tritt. Aber das ist typisch God of War. Finde ich auch ein bisschen cool. Das spiegelt so wirklich die Brutalität von Kratos wieder. Aber das haben ja schon die ersten 5 Teile gezeigt. So, jetzt müssen wir da auf die Leiter und dann können wir da rüber schwingen. So. Und hepp. Und dann sind wir auch schon drüben und haben eine neue Kiste. So, haben wir jetzt mal irgendwann 3000 Orbs? Nee, fast. Weil dann können wir nämlich die Chaos-Klingen zum ersten Mal aufwerten. So, und schwupp. Und nicht wundern, wenn die ersten Folgen hier ein bisschen... Gelobt sei der Olymp! Ich bin frei! Götter, gib mir Kraft! Was zum... Wo ist er hin? Okay.
Oh Gott. Das nenne ich mal eine geteilte Hand. Oh, fuck. Oh, shit. So. Ah, fuck. Schwupp. Mist, kam nicht hoch genug. So. Runde 1. So, da kriegst du erstmal die Last des Hauses auf die Schultern. Oder auf die Hand, oder auf die Hände, oder auf die Handchen, weil es ja eigentlich egal ist. Fuck, Alter! Oh, da muss ich wohl jemand festhalten. Oh. Meine Fresse. Na komm, komm doch. Komm doch. So. Wusste ich doch. Yeah. Runde Nummer 2. Und die zweite Last des Hauses. Tja. Oh nein. Ach, Insen. Ich hab's geahnt. Weitere neue Insekten. Kratos ist da und... Und jetzt spuckt er wahrscheinlich noch mehr Insekten. Alte Drecksau. Manche Passagen an God of War sind auch recht einfach gehalten. Einfach schlagen und prügeln. Letzte Runde. So. Komm mal ran, mein Freund. Und. Und die auch nochmal. Und. Ja. Das nenne ich mal Herzenssache. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Holy shit. Wo sind wir jetzt? Wir leben noch, das ist gut. Links sehe ich schon die ersten 9 Kisten. Und es kann sein, dass die ersten Folgen jetzt ein bisschen länger werden als 15 Minuten, weil hier bei God of War am Anfang noch nicht so gut abzuschätzen ist. Weil ich will ja nicht mitten im Kampf aufhören, oder kurz in der Kampfpassage. So. Was ist denn hier von Yamasaki? So. Was haben wir denn hier Schönes? Argion, der Hekatonische. Er brach als erster dem Blut dein Eid. Die Furien quälten ihn und formten aus seinem Fleisch und seinen Knochen dieses dunkle Gefängnis. Oh mein Gott, bei lebendigem Leibe?
Der Typ lebt noch. Der tut mir leid. Achso, das haben wir ja schon erledigt. So, und Hebelchen zieh. Und jetzt kommen wir da weiter. Aha, okay. Die Furien scheinen wirklich nicht gerade freundlich gesonnen. Ein Fehler ist aufgetreten. Sie wurden vom PlayStation Network abgemeldet. Sony, arbeitet mal dran, bitte. Nein, Spaß. Passiert öfter mal. Das ist dein Ende. Das vielleicht auch nur du. Wieder einmal meinen immer die anderen. Wir werden aufgeschmissen. Jetzt wird da unser ultimativer Untergang. So. Schnauze! Reiß die nicht so auf. So, und schön in die Reifen. So. Warum habe ich das Gefühl, das war jetzt nicht das Letzte? So, wir müssen da was machen. Aber zuvor würde ich doch gerne... Das habe ich nämlich im ersten Spielen verschitwitzt. Schewittest. So, zack. So, jetzt haben wir nämlich genug Orbs, um uns ein bisschen aufzuwerten. So, wer God of War kennt, weiß, dass es einfach, man sammelt Orbs, wie bei Devil May Cry früher oder bei anderen Hack'n'Slays, die ähnlich aufgebaut waren, um seine Waffen oder Fähigkeiten aufzuwerten. Das bedeutet, wir haben jetzt 3271 Orbs und für das neue, für die nächste Stufe, für die Chaos-Klingen, brauchen wir 3000 Orbs. Wir bekommen nachher auch noch andere Fähigkeiten und Waffen und was auch immer wir sonst noch bekommen. Und die können wir dementsprechend auch noch aufwerten. So, das muss zur Information für alle, die es nicht wussten. Also, keine Ahnung. So, jetzt verteilen wir mal hier die Orbs. Mensch. Yeah. Und die Klinge sieht minimal anders aus als vorher, aber sie sieht anders aus. So, Chaos-Klingen, neue Angriffe freigeschaltet, Rache des Spartaners, L1 und X, Zorn des Zyklon. Zorn des Zyklon, genau. Viereck halten, Zorn des Zyklon in der Luft. Viereck halten, in der Luft, erhöhter Schaden. Das ist immer gut. So, dann gehen wir mal wieder raus. Wir haben nämlich für den Rest nicht genug Münzen, aber Orbs, wir brauchen da 5000 für. So, und zack. So, jetzt geht's nach oben, liebe Leute. Nach oben. Hey, shit. Ach, neue Gegner, neue Feinde, neues Glück, neue Orbs. So, jetzt kämpft nämlich die Attacke, die ich ziemlich cool finde. Den Cyclone. So, und schon wieder geht meine Nase zu. Tut mir leid, wenn das ein bisschen zu hören ist oder ein bisschen mehr. So. Aber wichtig ist, dass wir unsere Hundis hier mal ein bisschen stutzig machen. Ja. So, und rein da in den Häcksler. Aha, da ist ein Hebel und dort ist ein Hebel. Die müssen wir jetzt hochwerfen, wa? So, und hier, den müssen wir auch hochmachen. Am ersten Spiel, wo ich hier war, ich bin dran verzweifelt. Ich habe den einen hochgemacht, ich habe den anderen hochgemacht und nichts passierte. Ja, weil man hat nur eine gewisse Zeit, wo man hier agieren kann, weil die Hebel wieder runterkommen. Das habe ich nicht gecheckt. War aber ganz cool. So, gleich sind wir oben. Eine Geduld, oh nein, ist am Ende. Scheiße. Oh oh, jetzt muss mal so drauf. Und nichts, tut mir leid, aber um euch kann ich mich jetzt nicht kümmern. So, danke für die Action-Kamera. Ich würde gerne... Ach, scheiße, 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 scheiße. Nach oben. Nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben. Wir müssen hier hoch. Ah, Kratos, halt dich oben fest. Zack. Oh, ding, 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 ding. Das Ding kommt immer näher. Immer schneller auch. Komm, Kratos, schneller, schneller, schneller. Geschafft.
Boah, das war brenzlig. Und erstmal zur Beruhigung eine neue Aufzeichnung. Eine Aufzeichnung des Schreibers des Hekatonischeren. Er ist der erste Verräter und wurde zu unserer Unterkunft. Die Mauern, sie atmen. Der Hekatonische ist der Ursprung dieses Irrsinns. Jeder Eidbrecher wird gequält. Naja, da haben die Furien ja hier ordentliche Arbeit geleistet. Also war ich da mit der Annahme recht, dass wir hier in einem lebendigen Wesen aktiv sind, der Hekatonische. Oh mein Gott, bei lebendigem Leibe. Irgendwie tut der Typ mir leid. Ich glaube, man hört ihn sogar atmen. Oh Gott. Das ist fies. Direkt durch den Schädel, war bei lebendigem Leib und er lebt noch. Ich würde ja sagen unmenschlich, aber er ist kein Mensch. Aber es ist wirklich unmenschlich. So, Aufzeichnung des Schreibers des Hekatonischen. Die Furie Megaira gibt sich mit körperlicher Bestrafung zufrieden. Aber die Furie Tisiphone wendet grausamere Tricks an. Aha. Und wieso ist hier oben ein Häuschen? Okay. Ich erzähle jetzt nichts, was man hier sieht, und dann wird alles gut auf YouTube. Die Götter belohnen uns. Ruhm sei Eros. Er hat uns einen Streiter geschickt. Komm, Streiter, zeig mir deine Stärke. Nein, mir. Ich schweige. Wenn ihr auch schweigt, wird es keine Probleme geben. Es gehört zum Spiel. Die sind gar nichts. Komm mit mir und ich zeige dir, was wahre Freuden sind. Tja. Alles reine Illusion. Er gehört mir! Ich werde mich darum kümmern! Bam! Ein neuer Kampf. So, ja. Wow! Diese Folge wird auch wieder überlänger, das sehe ich jetzt schon. Weil ich nicht mittendrin hier aufhören kann. Aber das macht ja nichts. Muss ich nur mehr produzieren. Oha. Aber da können wir ja nichts für, wenn die einfach in eine Finte gelockt werden mit nett aussehenden Damen oder so. Weiß ich ja nicht. Aber ich hoffe, wir sind alle erwachsen genug, um das zu verstehen. Da plädiere ich jetzt einfach mal drauf. So, und Schnauze. Achso, wir haben ja noch das Schwert. Damit machen wir übrigens noch viel mehr Damage als normal. Aber das verschwindet irgendwann, weil es kaputt geht. Hast mir zum letzten Mal Schmerzen bereitet, Spartaner. Ah, wir sind aufgestiegen. Wir sind kein Athener mehr. Was? Der Typ lebt und bei lebendigem Leib. Oh Gott.
heilige Scheiße! Incredible. Na gut, bringt ja alles nix. Ah, fuck. Und das liebe ich an God of War, einfach dieses große, kleine Gefühl und diese Brachialität. Wo sind wir? Ich sehe mich gar nicht. Ach, da. Okay. Schnitzeljagd auf andere Art und Weise. Ah, jetzt können wir da wahrscheinlich was machen. Na komm. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Oh, fuck. Oh, ich sehe mich schon wieder gar nicht. Zack, und einfach mal in die Wunderhauen da. So, erstes Ärmchen ab. Boah. Wow, 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 wow. Ah, scheiße. Verdammt. Und auch die zweite Folge wird eine mächtige Überlänge haben. Ja, jetzt gegen Kopf und Hand. Mist. Alter, wo bin ich? So. So. Mach die Schnauze zu, mein Freund. Stinke Peter. Wenn er geht, dann... Ah, fuck. Hä? Ach so, deswegen sehe ich mich manchmal nicht. Ah, das erklärt natürlich einiges. Wir landen nicht hier vorne. Wurden aber da hinten hingespawnt. Ah. Shit. So, Runde 1. Oh nein, hekatonischer Scheiden, ja, Ritt, hekatonischen Ritt. Jetzt können wir ja die Zipfel abschneiden, oh Gott. Und nochmal, zack. Und nochmal, komm, zack. Ein Zahnarzt hat auch nicht viel bessere Sachen im Blick. Boah, Alter, Alter. Boah. Zerbeißt erstmal seine eigene Hand. Das ist hart. So, ich klicke Knöpfchen, aber nichts passiert. Doch, jetzt. So, die Furie kriegt erstmal schön einen in den Hals. Naja, in ihren komischen Brustkorb. Bam. Nichts als die vor ihm liegende Aufgabe im Sinn, bemühte sich Kratos, sich an die Wochen vor seiner Gefangenschaft zu erinnern. Die Zeit, da er loszog, seinen Bund mit Ares zu brechen. Drei Wochen zuvor.
Dein Geist ist verwirrt. Doch dein Können ist immer noch beispiellos. Willst du etwas von mir? Jawohl. Aber so führt man keine Unterhaltung. Ich sehe das anders. Du hast keinen Grund mehr zu trauen, Spartaner. Doch bitte ich dich, es zu versuchen. Deine Gedanken sind nicht die deinen, aber ich kann dir helfen. Ich glaube, die gehören dir. Du wirst hiermit deinen Geist beruhigen, Kratos. Lass dich nicht von Illusionen täuschen. Haben die Visionen aufgehört? Ich sehe nur dich. Gut. Diese Fähigkeit wirst du auf deinem Weg brauchen. Welcher Weg wäre das? Der Weg in die Freiheit, Kratos. Freiheit? Ja, Freiheit. Freiheit von den Furien, die dich in Ares Namen unablässig verfolgen. Und letztendlich Freiheit von deinem Bund mit dem Gott des Krieges selbst. Den Eid brechen mit einem Gott. Nun, es ist ganz offensichtlich nicht mein Geist, um den es sich zu sorgen gilt. Ihretwegen schwankst du zwischen Klarheit und Illusion von jetzt auf gleich. Ist das ein Leben für einen großen Krieger? Die Furien sind nah. Sie dürfen nicht wissen, dass ich mit dir rede. Ich locke sie weg. Die Wahrheit wartet auf dich in Delphi, Kratos. Geh zum Orakel. Tja, wer war dieser mysteriöse Knabe? Und wir sind jetzt am Anfang. Kurz nachdem Kratos zumindest seine Familie umgebracht hat. Und immer noch damit zu kämpfen hat, was dort geschehen ist, was verständlich ist. Doch wie es weitergeht, erfahrt ihr in der morgigen Folge. Diese hat ja schon mehr als Überlänge. Aber ich kann da nichts machen. Oder ich könnte das schon, aber ich lasse das einfach mal so. Und ich hoffe, ihr könnt ihr eine Szene verschmerzen, die eigentlich, naja, so 18-würdig ist. Aber ich will das nicht rausschneiden. Aber es liegt bei euch. Hingucken, ignorieren oder so weiter. Naja, wie auch immer, bis morgen, wenn es wieder heißt God of War Ascension. Und dann werden wir uns mit dem Orakel von Delphi zusammensetzen und herausfinden, was wahrscheinlich herauskommt. So, bis morgen jetzt endlich und tschüssi. Hallo und zurück zu einer neuen Folge God of War Sessions, nicht The Sessions, einfach nur The Sessions, die Himmelsfahrt.
Himmelsfahrt. Himmelsfahrt, ja. So unspektakulär das auch klingen mag, die letzten zwei Folgen waren ja alles andere als unspektakulär. Im Stil eines Kratos oder God of War. So, jetzt gehe ich mal hier ins Häuschen. Hier kann man nämlich wieder rein und nichts finden. Was ein bisschen merkwürdig ist, kann man hier noch irgendwas kaputt machen? Nee, kann man nicht. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir zum Orakel von Delphi. Das hat uns ein mysteriöser, schwarzer Typ mit komisch aussehen, mit komischen Steinen in sich erklärt oder gebeten oder darauf hingewiesen, weiß ich auch nicht. Nur wer er war, wissen wir nicht. Eine neue Illusion? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber, naja, mal gucken. Das Dorf Kira. So. Oh, Keule. Starke Waffe, die manchmal Gegner entwaffnen kann. Oh, das ist gut. So, und jetzt hier erstmal wieder Punkte sammeln. Die sind immer sehr wichtig, um unsere Waffen aufzuwerten. Damit wir stark genug sind, um nachher Gegner zu besiegen. Ist nämlich auch nicht so gang und gäbe. Jetzt schmeißen wir hier einfach mal die Türen ein und haben hier noch eine rote Kiste. In der Minimiste, hier rappelt's in der Kiste. Kann man das auch noch kaputt machen? Nee, das kann man nicht zerstören. Die Keule ist im Übrigen eine Zweitwaffe. Für alle, die es nicht wissen, hier gibt's Zweitwaffen. So, und die nächste Kiste. Whoopie! Ah, hier haben wir zwei neue Kisten. Und was ist hier drin? Phönixfeder. Sie haben eine Phönixfeder erhalten. Sammeln Sie 5, um Ihre Magieanzeige zu erhöhen. Und hier ist wahrscheinlich auch eine drin. Nein, hier ist ein Gorgonenauge drin. Glupsch, Augen auf. Sie haben ein Gorgonenauge erhalten. Sammeln Sie 5, um Ihre Gesundheit insgesamt zu erhöhen. Ja, da müssen wir jetzt auch noch aktiv werden. Aber die werden wir schon noch finden. Das ist auch sehr schön, dass man sein Leben hier noch aufwerten kann. Denn so ein halber Balken ist nicht so viel. So, noch machen die uns nicht zu viel Schaden, aber das kann sich eventuell noch ändern. Und hier haben wir noch eine Kiste. Zack. So. Das war's jetzt, glaube ich, hier mit den Kisten, oder? Ja. Ja. So. Hä? Oh nein. Holy shit. Ein Kampfelefant. Oh. Bleib weg. Ah. Weg, du Elefant. Auch wenn ich dich in echt unterstützen würde. Wegen Naturschutz und so, aber nicht hier. Oh, und auch noch Hundis. So, ey. Ui, Karambasan. Ah, nimm das. Riesen-Trötophant. Genau, schlag alles selbst kaputt. So. Ah. Oh, Alter. Nein, nicht noch einen. Nicht noch einen. Nicht auch noch. Alter. Ey, Cheetah-Backe, Alter, ist das unfair. Okay, dann halt zwei. So. Ah, verdammt. Ich weiß, man kann sich auch bei God of War verteidigen, aber ganz ehrlich, mache ich nie. Habe ich noch nie gemacht. Glaube ich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen weit hergeholt, aber wir haben ja hier auch zwei Gegner, die jetzt wirklich ungemeine Aufmerksamkeit brauchen. Die Elefant-Mutanten. Oh, Alter, zwei sind viel. Weil die halten nämlich sehr viel aus, wenn ich noch weiß. Ah, fuck. Geh weg. Ah, das. Ah. So, dann nehmen wir doch lieber hier das Schwert. Oh, geh weg, du scheiß Töle. So. Mal kurz meine Nase kratzen. So, und weiter geht's. Haha, ausgewichen. Oh, shit, shit, shit. Unser Leben, unser Leben, unser Leben. Ich, geh weg.
Und die Elefanten müssen ja jetzt auch so saustark sein. Und wir sind ja noch, glaube ich, am Anfang. Ah, den ersten haben wir, den zweiten haben wir auch. Gut. So, jetzt bloß keinen Fehler machen. Und schlagen. Und schlagen. 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 Ah, ausweichen. So. Tja. Das war nicht so eine ganz hohle Nuss. Ich weiß, das war jetzt abartig, aber das gehört schon mal zu God of War. So. Und schlagen. Ups, ich bin ich bin nicht ausgewichen. Verdammt, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So, jetzt aber, komm. Ich habe zwar die Hand gesehen, aber bin nicht drauf eingegangen. So, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und ausweichen. Und jetzt aber, so. Puh, das war strange. Wow. Kampfelefanten. Die hatten auf jeden Fall was im Köpfchen. Naja, hatten die ja. Wirklich. Naja, na gut. So. Können wir die Tür zerschlagen? Nee, können wir nicht. Aber die da vorne, glaube ich, können wir zerschlagen. Ah ja, die können wir wirklich zerschlagen. Und hier haben wir wieder eine Kiste drin. Eine rote Orb-Kiste. Machano das. So. Komm mal da rauf. Ah ja, Tatsache. Ah, hier haben wir eine weiße Kiste. Und da war eine neue Phönixfeder drin. Sie haben eine Phönixfeder erhalten. Sammeln Sie 5, um Ihre Magieanzeige zu füllen. Ja. Oh, da liegt noch was. Aha. Kirks Fiole. Eine Fiole mit tödlichem Gift, die verwendet wurde, um die Wasserversorgung des Dorfes Kida zu bedrohen. Schließlich schließen wir das Spiel ab, um diesen Gegenstand zu verwenden. Aha. Wofür sollte man den Gegenstand verwenden? Muss man hier das Dorf vergiften? Apropos, kommt man da rauf? Nee, kommt man nicht. Aber das macht nichts. So, und jetzt rauf da. Uiuiui. Oh, Alter, geht das ab gerade. So. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal gespielt aus Testzwecken und deswegen weiß ich so ein bisschen, wo es hier lang geht. So, da oben ist nämlich noch so eine Kiste, wollen wir ja nicht übersehen. Weil es gibt ja noch ein paar Passagen, die werden noch richtig zeitintensiv. Deswegen mache ich hier ein bisschen flotter, damit sich das ausgleichend. So wird der Spielfluss auch nicht unterbrochen. So. Jetzt können wir hier noch rein. Ist hier noch was drin? Nee, hier ist nichts drin. Das ist kein Durchgang. Oh, da können wir rechts entlang. So, wir haben hier nämlich immer wieder was, was wir zerstören können. In Häuschen können wir reingehen und was weiß ich, was wir nicht hier alles noch machen können. Den Kessel umstoßen. Böse dreingucken. Ein Tattoo auf dem ganzen Körper, auf dem Körper haben. Und wir können sogar... Wie viel Leben haben wir denn noch? Na gut, wir können noch ein bisschen Leben aufladen. Komm. Wir müssen die Kiste hier nicht vorkommen lassen. So, ach ja. Ja, stimmt. Und noch eine weiße Kiste. Ein weiteres Gorgonen-Auge. So, das geht auch relativ zügig. So, ach, wir müssen suchen. So. Und hebel, dreh dich. So, da kommen wir jetzt weiter, das ist sehr schön. Wo war das jetzt? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Jetzt bin ich drauf geachtet. Mist. Da ist es nicht. So, wo war das jetzt? War das hier?
Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen blind rumschaue. Ich habe nämlich gerade nicht mitgekriegt, wo das war. Da oben kommen wir rauf. Da kommen wir rauf. Da kommen wir rauf. Da könnten wir rauf. Nur weiß ich jetzt leider gerade blöderweise nicht, wo das ist. Naja, macht nichts. Dann schieben wir einfach die Kiste wieder da hinten hin und dann kommen wir schon irgendwo hier da oben rauf. Oh. Hehe. naja. Zumindest der Gedanke zählt, dass wir da oben drauf könnten. Hier kommt man nicht mehr rauf. Okay. Kommen wir da vielleicht hoch? Nee, kommen wir nicht hoch genug. Moment, ich muss mich mal kurz umschauen. Jetzt habe ich gerade blöderweise nur nicht drauf geachtet, wie man da hochkommt. So, da nicht. War hier was? Ich glaube, hier konnte man hochspringen, oder? Kommt man auch hier hoch? Nee. Okay, ich muss jetzt die Kiste wieder zurückschieben. Jetzt habe ich blöderweise... Ach, das ist jetzt echt blöd gelaufen. Ich habe genau in dem Augenblick nicht hingeguckt. Weil ich mir wieder zu selbstsicher war. So, war das hier? Ich glaube, da kommt man noch hoch. Zumindest hier rechts, glaube ich. So. Ja, hier würde ich so sagen, kommt man noch hoch. Hallo, Kratos? Oder auch nicht. So. Okay, bis dahin kommen wir nicht. Wie es scheint. Ach, jetzt weiß ich wieder. Sorry, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, wie wir das machen können. So, man muss nämlich hier drauf, da drauf. Und Kratos konnte dann hier an das Seil springen. So war das. Sorry. So, jetzt geht's auch weiter. Und hier haben wir eine neue Waffe, den Speer. Welchen man auch werfen kann, soweit ich mich noch entsinne. Okay, ich tue so, als hätte ich es jetzt nicht gewusst. Natürlich kann man mit dem springen. Den werfen. So. Jetzt gehen wir mal hier wieder weiter. Da oben haben wir noch so ein Feen-Dingsi. Und neue Insekten. Ja, wie ehrlich, aber auch. Shino würde sich jetzt freuen. Misty würde vor Panik in die Hose sich machen. Und mir fällt jetzt nicht sonst was ein, was noch so mit Insekten zu tun hat. Timon und Pumba würden hier, glaube ich, ein großes Buffet finden. Und wir haben einfach nur lästige Gegner. So. Zack. Schwupp. 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 Und hier lang. Manche Wege sind hier trotz Zeichnung gar nicht so gut zu erkennen. Kann aber wiederum an meinem Monitor hier liegen, weil der ein bisschen dunkler eingestellt ist. So, jetzt haben wir hier. Ah, hier können wir auch wieder rein und haben wieder eine schöne. Oh, leuchtet die rot. Orbkiste, die leuchtet schön rot. Für die, die die Wahrheit suchen, besitzt Ares Feuer keine Kraft. Sucht ihr die Wahrheit? Ich meine, sucht ihr wirklich die Wahrheit, die Wahrheit, dann wird eures Feuer für euch keine Macht darstellen. Und versucht das nicht zu Hause nachzumachen, meine Freunde. Das kann wehtun. Tut meistens weh. Es tut immer weh. So, und, naja, dann machen wir mal hier was. Steche das Feuer ab. Was nun, Götter können Feuer des Ares entfesseln. Sie ihren Zorn und betäuben sie Gegner in der Nähe mit Ares Feuer. Das Entzünden von Gegnern erzeugt goldene Orbs, die unsere Rage auffüllen. Rechts unten, die hatten wir ja mehrfach schon aufgeladen, aber jetzt geht das erst. So, wenn wir L3 und R3 drücken, können wir diese Rage freisetzen. Heißt ja einfach nur Wut des Ares. So. Was wir übrigens auch machen müssen. So. So, Numero Uno erledigt. Und wir müssen noch was anderes machen. Das erfahren wir mal gleich erst. Uah, nimm das. Und nimm das. Ja.
Alter, die greifen immer in einer blöden Reihenfolge an. So. Ein weniger. So, und dich hier auch nochmal. Und nochmal. Rathaus. Angriff. Angriff. Ach, Alter. Zack. Und ich will da rein. Quatsch. So sieht das Tor aus, mein Freund. So. So, sind wir jetzt fertig? Nein, sind wir natürlich noch nicht. Das wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen. So, wir haben jetzt nämlich oben links Magie. Das ist mir nämlich beim ersten Spielen gar nicht aufgefallen. Und ich habe mir hier einen Wolf gekämpft, denn wir können jetzt gleich Folgendes machen. Wenn ich hier den Knaben geworfen habe, Mann. Alter, Kratos, so. Nämlich das hier. Und dann öffnet sich das Tor von Ares. Denn beim ersten Test, also im Testdurchlauf, wo ich das Spiel angetestet habe, habe ich mir hier einen Wolf gekämpft. Die Gegner hörten nicht mehr auf, sie werden unendlich und die Orbs, die kann man immer wieder einsammeln, nur irgendwann hörten die Orbs auf. Das deutet bei God of War immer darauf hin, hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Oder man macht irgendwas falsch. So, dann habe ich irgendwann mal einfach wild Tasten gedrückt und festgestellt, ach, man hatte plötzlich Magie und konnte das einsetzen. Man muss nämlich alle Fähigkeiten, die man jetzt erhält, einsetzen. Einmal diese Rage und dieses Feuer. Wird einem nicht erklärt, nur die Rage. Hätte man darauf hinweisen können, weil das wirklich unoffensichtlich ist. So. Was haben wir denn hier? Ah, eine neue Botschaft des Einwohners von Kira. Selbst die Götter des Olymps können uns nicht vor uns selbst retten. Das Schicksal unserer Stadt hängt von einem Krieger ab. Tja, ob wir damit gemeint sind, möchte ich mal bezweifeln. So. Aber wo es hier heute weitergeht, erfahren wir nicht heute, sondern morgen, auch wenn ich heute gesagt habe. Und jetzt heißt es für heute wieder Tschüssi und morgen geht's weiter mit dem God of War, der Himmelsgott, der Himmelsfahrt, der Ascensions. Ohne S am Ende. Naja, wie auch immer. Bis morgen. Tschüssi.